Hallo und willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past mit dem Gecko Climber. Wir haben das letzte Mal den Palast der Dunkelheit hinter uns gebracht und haben uns, ja, unseren tollen, jetzt habe ich die Fee noch ausgerüstet, Aisabralotte, und haben uns hier den tollen Vogel geholt. Und heute habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, ich möchte gerne den zweiten Palast fertig machen. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal schnell in die Schattenwelt und laufen zu dem Palast Nummer 2. Der ist nämlich genau da unten. Da waren wir auch schon mal. Aber, hier nochmal kurz die Karte, wo wir noch überall hin müssen, ist gut verstreut, das Zeug. So. So, und da laufen wir einfach mal nach unten und schauen mal, wo wir da jetzt so hinkommen. Da ist er ja schon. Jetzt geh kaputt, Mann. So. Okay, jetzt gehen wir mal rein und gucken uns mal ein bisschen um. Okay, da ist kein Weg hoch. Da ist nichts. Aber hier geht's hoch und dann schauen wir doch mal, was da so ist. Link, ich bin es, Sahasrara. Merke dir gut, was ich dir zu sagen habe. Alles hat ein Gegenstück in der anderen Welt. Verändert sich etwas in der Lichtwelt, wirkt sich das auch auf das Gegenstück in der Schattenwelt aus. Tja, das war jetzt der Wink mit dem Zaunpfahl. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück in die Lichtwelt. So, einmal Spiegel ausgepackt und einmal kurz gewackelt und auf den Palast in der Lichtwelt. Da waren wir ja schon mal. Die Musik ist etwas anders. So, und jetzt müssen wir nur den richtigen Schalter ziehen. Jawohl, so. Nein, da möchte ich lang. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Weil alles, was wir in der Lichtwelt machen, wirkt sich auch auf die Schattenwelt aus. So, das Herzl haben wir schon geholt. Und mit dem Fisch, der da rumgesprungen ist, hat es, glaube ich, auch noch was auf sich. Jetzt sehen wir auch, hier ist das ganze Zeug da weg, das Wasser ist weg. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal rein. Und voilà! So, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir. Das heißt, den brauchen wir eigentlich auch nicht so wirklich. Und hier brauchen wir zum ersten Mal vor allen Dingen unsere Flossen. So, und da hier jetzt das Wasser hochsteht, können wir hier, ja, nach oben und den, jetzt, dich wollte ich noch unbedingt. Ha! Truhe. Und Schlüssel. So, und dann geht es abwärts. Ach, jemine. Noch tiefer rein in den ollen Keller. Na, das ist uncool. Das ist uncool. So, dann machen wir hier mal kurz, ja, da geht's auf. Gucken wir mal kurz rein. Was ist hier so? Ach, eine Karte! So, dann schauen wir doch mal. So, erstmal machen wir uns hier ein bisschen Platz. So, und dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Huh, okay, das Ding ist schon eine nümmerle größer als der letzte Palast, den wir hatten. Obwohl, ich glaube, der letzte ging noch, aber man merkt, in der Schattenwelt wird es eine nümmerle größer. Das haut schon hin. So, den wollen wir mal weitergehen. Ja. Oh Gott. Au! Ach, Mann! Ey, Leute, jetzt ist mal Schlüssel! Ich krieg das nimmer gebacken hier, das ist unglaublich! So, du bist mal als erster dran. Und du? Na?
Ah, okay, die Dinger schießen nur, wenn ich schlage. Huh, ha, hey. So. Ach, Herz, Herz. Lass mich vorbei. So, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Ein Herz und eine Seele. Ach Gott, kennt das noch irgendjemand? Den ollen Ekel-Alfred. Kennt den noch irgendwer? Das würde mich mal interessieren. So, Schlüssel die und Schlüssel da. Okay. Ja, ein Herz und eine Seele. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war höchst politisch. Ha! Double Kill. Oh, und hier geht's. Hier können wir auch mal ein bisschen verschönern. Das machen wir doch gleich. Und, bumm. Da gucken wir doch mal kurz, wo wir hinkommen. Ei. Eine Bombe und ein paar Rubine. Die Rubine werden wir auch brauchen. So viel kann ich euch schon mal sagen. So, die ollen, unflätigen Dinger. Dieses Jack in the... Nein, wie hießen die nochmal? Diese komischen Dinger, wo man mit dem Hammer draufhauen muss. Jetzt. Na, das geht nicht. Können wir es... Ja. Ich möchte doch das Ding hier... Ah, hier geht es. So, und dann läuft das Wasser. Und das Wasser könnte ein bisschen schneller laufen. Dankeschön. Ach je. Mein Gott, das waren früher noch Zeiten. Das glaubt kein Mensch. Okay, so, hier geht es rein. Jetzt... Komm, raus da. So, le. Gut, gut, gut. Ich sag sehr viel so, fällt mir jetzt einfach mal so auf. Oh, Fischi, Fischi, Fischi. Und hier ist schon die große Truhe. Hm, was? Verschlossen. Na, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. So, ja, das ist der große zentrale Raum dieses Dungeons. Und wir werden jetzt mal gucken, wo wir den großen Schlüssel für herkriegen, weil das Item hier drinne ist relativ cool für die Leute, die sich nicht auskennen. So. So, du machst schon mal nichts. Wir haben schon fast wieder volle Energie. Ach, ist das herrlich. So, du bist tot. Und du bist... Das ist auch mein Geld. Das ist mein Geld. Und noch ein Herz. Und wir haben schon wieder volle Energie. Und da hinten... Ah! Aha! Aha, aha, aha! Du hast den Kompass gefunden. Wo müssen wir denn am Ende hin? Oh, ganz hinten. Und, durch den Keller. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. So, dann müssen wir jetzt als erstes mal... Dann ist ja schon mal die Marschrichtung klar. Das ist doch super, Leute. So, das heißt, wir müssen, du heute nicht. Jawohl, hier lang wahrscheinlich. Ah, okay, und während wir, nein, 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 nein. Ach, ich stehe natürlich genau drinne, ich Volldepp. Und die scheiß, sag mal, ich hätte mal gerne noch ein Herzle oder sowas. Herzlein, du sollst nicht traurig sein. Ich möchte nur dich allein und ein Schlüssellein. So. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Jetzt. Schieb? Ja, super. Hier nicht? Hm. Okay. Hey! So. Heißt das, wir müssen hier woanders hin? Da gab es ja oben noch eine andere Tür, wenn ich das noch... So. Hi. Ach, hier ist verschlossen. Okay, okay. Jetzt wird da ein Schuh draus. Und jetzt kommt man nämlich hier rein. So, hier ist zu. Du auch. Und jetzt stirb. So.
So, in der Art. Jetzt stirbt er. Und du? Können wir das Ding hier eigentlich... Ne, schieben können wir es nicht. Aber wir können den hier schieben. Und schieb, schieb. Ja, genau dafür. Ach, jetzt müssen wir wieder warten, bis die Animation rum ist, in der sich nichts bewegen darf. Gar nichts. So, hier haben wir wenigstens schon aufgeräumt. Das ist schon mal viel wert. So, und die gibt es nicht, weil wir die, ja, hier nicht lang können. Ach, ist das schön. So, dann... Oh Gott. Ich habe ganz vergessen, wie schrecklich diese Schwimmsteuerung hier ist in dem Spiel. Tja, du hättest mal in deinem Loch bleiben sollen, Kumpel. Du hättest mal in deinem Loch bleiben sollen. Oh Gott. Du nicht. Du auch nicht. Und... Hilfe! So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist nichts und da müssen wir irgendwie vorbei. Oh Gott. So. Und jetzt müssen wir in die richtigen Löcher reinfallen. Ach, ist das toll. Weil hier oben geht's höchstwahrscheinlich irgendwie... Ach nee, jetzt schon wieder die ollen Viecher und die Viecher noch... Meins, meins, meins. Oh, Mann, ey. Herz, Herz. Herz, Herz. Herzen. So, dann nehmen wir erstmal den Ausgang hier. Gucken wir mal, wo wir mal landen. Da war auf jeden Fall irgendwo... Ich glaub's nicht. Scheiße ist es. Oh Mann, ey. Ich krieg die Krise, okay. Bevor wir da rein können... Ah, das machen wir mal. Nee, ich gehe jetzt erstmal noch in die andere Richtung. Okay, okay, okay. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Aber das macht immer so richtig Spaß, wenn man da hinkommt und merkt, oh, scheiße und so. So. Ei! So, hier mal kurz vorbei und hier rein. So, und jetzt müssen wir eigentlich... Ja, genau da wollte ich hin. Rubine. 20 Stück. Toll! Da kann ich mir jetzt... Ach, da hätten wir sogar sehen können. Super! Super! Ich krieg die Krise. Okay, an dir mal schnell vorbei. Ach je, dann latschen wir halt das Stück wieder retour. Ach, okay. Jetzt müssen wir hier an diesen Dingern hier wieder vorbei. Ach Gott. So. Jetzt dürfen wir hier rein und unten rum wieder zurück. Oh mein Gott. Ich hoffe mal, dass die ganzen Gegner jetzt nicht schon wieder da sind, sonst kriege ich hier echt die Krise. Nee, nur der eine. Okay, gut. Mit dem... Na, ja. Ach Gott. Ich wollte gerade sagen, mit dem kann ich leben, aber das streichen wir mal lieber wieder. So, jetzt sollten wir aber da... Oh, ey, sag mal, ich mache hier knappe Sachen. So, du und du. Und jetzt oben rechts rein. So. Hi, ei, ei. Okay, aber es läuft. Es läuft doch verflucht gut. Und ich habe schon wieder vergessen, meine Uhr zu stellen. Aber ich sehe gerade, wir dürften noch so gut 5 Minuten haben. Am Anfang geht das noch relativ gemütlich. Da ist nichts, da ist auch nichts. So. Dann haben wir hier, oh, guck mal. Rubine, 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 Rubine. So. Und großer Schlüssel! Yippie! Ja, ich weiß so ungefähr. Ich sehe ja immer auf Order City, das lasse ich auf dem zweiten Bildschirm ja immer mitlaufen. Da sehe ich immer, wie lange ich ungefähr schon aufnehme. Modulo, toll. Das war jetzt wieder mal ganz großes Kino. Nee, da will ich nicht hin. So. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Bis zum großen Raum da mit der großen Truhe.
auf die ich mich ehrlich gesagt hier auch schon wieder besonders freue. Das ist auch so ein recht cooles Item, muss ich sagen. Wobei ich hier... Kohle! Na, der hätte uns jetzt wenigstens Kohle geben können. Scheiße. So, wir haben... Boing! Der Enterhaken. Er dehnt sich aus, zieht sich zusammen und... Boing! Probier ihn an allem möglichen mal aus. Ja, das machen wir doch jetzt auch. So, irgendwie ist bei meinem Gamepad das sogar ein... Boing! Ha! Okay, können wir an die... Nee. So. So, jetzt schnell. So, immer schön. So weit wie es geht, überall alles mitnehmen. Man weiß ja... Ey! Seit wann kann der hier so hochschießen? Das ist ja... Leute, das ist jetzt aber unfair und so. Sag mal, der schießt hoch? Das ist ja ganz was Neues. So, dann auf in die Tür hier. Und da schauen wir doch mal. Jo, wir sind jetzt da in diesem Bereich hier. Hier haben wir alles abgegrast. Ach, ist das schön, ist das schön. Wir haben's bald, Leute, wir haben's bald. So. Ja. Ach, Herz, Herz, Herz. Mein Herz. Na toll. Ah, die können wir schieben, das ist gut. Dann schieben wir mal und schauen mal, was wir hier hinten dran finden. So, du noch darüber. Immer schön. Oh. Au! Das war jetzt uncool. Ey, jetzt ist aber mal. Boah, leck. Du, ich. Yikes. Hier mal vorbei, schnell. So, okay, dann gehen wir mal da runter. Scheiße, ey. Ich stelle mich heute hier aber auch an. So. Yippie. Das war genau die falsche Tür. So an elender Rotz. Und dafür habe ich jetzt zig Herzen gelassen. Ja. Jetzt. Ja. Stirb, weißt was? So. Oh Mann, ey. So, dann nehmen wir doch mal gerade die Tür hier runter, bevor uns das olle Fieder erwischt. Na toll. Herz. Ich will... Ein Herz. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, jetzt sind wir unten im Keller. Da. Ich glaube, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Oh Gott, ich glaube, ich werde gleich das erste Mal bei einem Nicht-Endboss sterben. So. Dann brauchen wir erstmal wieder den hier. So, und... ich will, dass du... So, genau das will ich. Okay, jetzt müssen wir den anderen... Quark. Ich stelle mich heute hier aber auch an. So, das Ding jetzt hier nach oben, auf den ollen Schalter drauf. Und dann müsste die Tür auf der anderen Seite doch wohl auch offen sein. Zumindest hoffe ich das mal. Nächste! So, jetzt hier durch. Schnell. Boah. Scheiß Vieh. So, magst du auch nochmal? Ich weiß, dass du das gleich tun wirst. Tja, oder auch nicht mehr. So, jetzt... Oh, die könnten wir doch mal ein Herz da lassen. Scheiß Viecher hier. Scheiße, ey. Oh, ich weiß auch gar nicht mal, wo hier der Feenbrunnen war.
So, hier lassen wir jetzt das Wasser ab. So, genau. Und da kamen wir dann da drüben. Aber ich glaube, der müsste hier irgendwo gewesen sein, der Olefienbrunnen. So. Dann laufen wir mal hier vorbei und mal hier rüber und gucken mal. So, 2 Herzen, 20 Rubine und nochmal 20 Rubine. So, ich muss mich gerade mal kurz anders hinsetzen. Ach ja, ich weiß wieder, glaube ich, so grob, welche Räume hier jetzt noch kommen. So, dann laufen wir mal mit dem Pegasus-Stiefelchen. Sag mal, ich hätte jetzt eigentlich... Hier gab es irgendwo... Ah, Moment. Gab es nicht hier erstmal den Hauptdurchgang? Genau, den nehmen wir mal als erstes. Weil der ist... So, erstmal alles einsacken, was einzusacken ist. Sodle. Ne. Ach Gott. So, hier ging es nämlich dann diesen da. So, Leute. So, bevor ihr auf irgendwelche dummen Gedanken kommt. Herz, Herz, super. So hab ich's doch gerne. So. Genau. Ach. So, komm, mach dein Elektro-Dingens-Bummens. Ja, genau. So. Und stirb. Wo war denn hier der Olefienbrunnen jetzt? Hier gibt's 3 Durchgänge. Komisch. So, jetzt müssen wir hier mal... Nehmen wir erstmal... Ach, hier ist der Schlüssel. Wieso kann ich den hier... Das ist doch jetzt nicht fair. Kann ich hier vielleicht Pfeile schießen, wenn schon? Was ist denn das hier für ein Käse? Rein da. So, und Bomben. Wenn wir schon so viele von der Sorte haben, können wir sie auch benutzen. Und mal gucken, was es hier hinten noch Hübsches gibt. So, wir werden aufgeladen. Nach allen Regeln der Kunst. Bevor es dann... So, bevor es gleich hier zum Boss geht. Danke. So. Wo war hier der olle Feenbrunnen? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Scheiße. Na, ist egal. So, dann wechseln wir, wenn wir schon gerade hier sind, wieder mal auf den Enterhaken. Und holen uns jetzt den ollen Drecksaugboss. So, den müssen wir jetzt nämlich einfach mit dem... In der ersten Phase ist er noch ganz gemütlich. So. Schön. 2-mal drauf immer. Ei! Das ist das. Der Nachteil beim Enterhaken ist er. Der Nachteil beim Enterhaken ist, dass die. Dass man, während man das Ding ausstreckt, nicht. Sich nicht mehr bewegen kann. So, du noch. So, und du noch mal von da oben. Oder auch nicht. So. So, was ist mit dir? Komm. So, und dann schön... Put. So, schön aufladen. So, und dann immer schön warten, bis er anfängt da rumzufahren. Und da ist er schon tot. Oh mein Gott, das ging ja fix.
So. Tja, ich würde sagen, den Palast haben wir jetzt gerade mal so geschafft. Und wir sind noch halbwegs in der Zeit drin sogar. Na, dann hören wir uns mal noch an, was die Gute dazu sagen hat. Ja. Oh, Link, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das sagen sie doch alle, oder? Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, solange er lebt, alle Wünsche. Deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Das haben wir doch schon zigmal gehört. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran, du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporte, denn es gibt nicht nur den auf dem Todesberg. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Ja, wir haben schon gemerkt, dass es mehr als den einen gibt, den haben wir nämlich schon gefunden. Du bist der Einzige, der Ganon bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Nee, ich will's nicht nochmal hören. Wir haben alles verstanden. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Ist auch nett, die, ganzen Frauen da immer in... Oh, hier ist es ungemütlich. Ich gehe mal kurz ins Pausenmenü und beende hier die Folge, weil, ungemütlich und so. Okay, die Folge war ein bisschen länger, dafür haben wir aber auch den Wasserpalast relativ gemütlich, naja, an einigen Stellen war es ein bisschen uncool, ja, hinter uns gelassen. In der nächsten Folge bin ich noch am Überlegen, ob wir da schon direkt weitergehen wollen, aber ich denke, da werden wir erstmal so ein bisschen Equipment sammeln gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüssi!